Ja, also jetzt erstmal. Die Stimmung am Set war gut. Die Stimmung am Set, ja, das war super. Es war alles ein bisschen eng. Es war total eng. Das war. Es war ein bisschen zu eng. Boah, dafür, wie eng es da war, ist es zu erstaunlich wenig ungewollten Schwangerschaften gekommen. Das war, die Abteilungen, die mussten da so dermaßen aneinander vorbeischieben. Ne? Kostümabteilung mit ihren ganzen Kostümen durch die engen Flure. Die Beleuchtung kommt mit richtig schweren Scheinwerfern da vorbeigerannt, Arbeitswege frei halten. Dann irgendwer will auch noch zum Settisch und ein Tablett Brötchen abstellen. Es ist unglaublich, wie unser Team so gut gelaunt durchgezogen hat. Das ist unglaublich, es war richtig eng, das waren ganz harte Arbeitsbedingungen fürs Team. Und die haben das mit Gelassenheit und produktiver Laune haben die das Ding durchgezogen. Hut ab. Ne? Absolut. Ja. Das sind so Fragen, da weiß ich nie, was ich darauf antworten soll. Wiederhol einfach erstmal die Frage. Sag mal, Gemeinsamkeiten zwischen mir und der Rolle. Ist lustig, ja, nein, ne? Weil ich spiele sie ja eh, ne? Ja. Das ist was man ja so schnell... Weil Rollen existieren ja sowieso nicht. Man kriegt ja einfach ein Drehbuch und da steht Text auf Papier. Das ist ja alles, was man kriegt. Das ist eigentlich schon alles. Der Rest ist die Rolle existiert ja nicht. Es ist ja nichts, wo man reinschlüpft und dann sagt... Das existiert, man guckt ja eh, was es ist. Und insofern natürlich werden diverse Ähnlichkeiten bestehen und andere gar nicht. Da sind wir wieder bei. Ich bin so schlecht, Dinge konkret zu machen. Aber guck mal. Sag du doch mal, Waldemar. Du kannst das besser sagen. Die Frau König und du, ihr habt genau die gleiche Figur. Zum Beispiel. Und ihr habt exakt das gleiche Gesicht. Ne? Also das ist ja schon mal eine Gemeinsamkeit, eine dicke. Ne? Oder in deinem Fall eher keine dicke, sondern eine sehr schön schlanke, knusprige Gemeinsamkeit. Aber das habt ihr ja gemeinsam. Ne? Ja. Das ist auch so überraschend. Zum Beispiel der Rudi König, der hat das gleiche Gesicht wie ich und das gleiche Doppelkinn. Ja, ist irre, ne? Ich wundere mich da immer wieder, jetzt wo ich auch die ganze erste Folge gesehen habe, wie kommt das, dass er mir so ähnlich sieht? Ja, ihr seht euch alle ähnlich. Ja. Hast du da sonst noch Gemeinsamkeiten mit Frau König? Nee. Auch nicht irgendwie dental oder so? Doch. Doch. Ja, schon. Das schon, ja.